In unserer Schule kann man die Fenster nicht mehr aufmachen, weil sie kaputt sind. Und unser Klassenraum ist viel zu klein. Den anderen Schulen in Berlin geht es nicht besser. 880 Millionen Euro müsste man ausgeben, um sie alle zu sanieren. Aber das passiert einfach nicht. Bei uns in Neukölln müssen wir immer mehr fürs Wohnen ausgeben. Die Regierung in Berlin macht leider nichts dagegen. Ein paar Freunde mussten schon wegziehen, weil ihre Eltern nicht genug verdienen. Und unsere neuen Nachbarn müssen jetzt sogar noch mehr für ihre Miete bezahlen. Berlin ist eine große Stadt. Deshalb brauchen wir viel Energie, um herumzufahren, zum Heizen und für Computer und Fernseher. Eigentlich müsste die Regierung uns helfen, Energie zu sparen und das Klima zu schützen. Wenn es um erneuerbare Energien geht, belegt Berlin aber nur Platz 16 von 16. Am liebsten fahre ich mit dem Fahrrad durch Berlin. Mit der S-Bahn dauert es oft zu lange oder ich komme gar nicht an. Die Leute mussten oft lange warten und kamen viel zu spät, zur Schule oder zur Arbeit. In Berlin sind mehr Menschen arbeitslos als irgendwo anders in Deutschland. Für die Jugendlichen, die nach ihrem Schulabschluss einen Job suchen, sieht es noch schlechter aus. Dabei gibt es in Berlin doch so viele Leute mit guten Ideen.